ich tue immer so Anfänger mit Kamera. Richtige Alter, Mann. Ihr seid. Er hat gesagt, wenn wir heute ihn abfacken, weil wir gestern ihn halt abgefuckt haben, ne? Dann gibt's richtig auf die Schnauze, Digga. Was geht, Jeremy hier. Welcome, Big Boys. Heute ist jetzt Tag 2 der Villa. Und da haben wir den Villa. Den Robin Villa. Guckt euch mal das an. Digga, sieht das nicht einfach geil aus? Und sieht das nicht einfach so aus, als würden wir direkt ins Wasser reinspringen wollen? Nein, tut's nicht. Also tut's wirklich nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber Johannes zwingt uns. Mal wieder. Oh Mann. Oh. Johannes, der Putzmeister. Ich habe meinen Shaker geschüttelt und da war kein Deckel drauf. Der mit der größten Presse, der immer Ansage macht. Ich schüttel so hier. Jungs, Alter. Ja. Ist ein Pick. Guck mal bitte. Das ist asozial und faul. Ich weiß es von mir selber. Ja, ich mach's das war ich. Sorry. Tut mir leid. Da ist auch noch was. Und was ist das da, Alter? Was ist das? Das ist scheiße. Du musst das alles wegmachen nachher. Ohne Witz, Alter. Wir müssen morgen um 9 Uhr raus. Stehst du um 6 auf und machst den Scheiß? Ja, nee, ich stehe um 4 auf. Ja, aber nur zum Fressen und dann willst du dich wieder hinlegen. Und zum Beten. Alter, Junge, ohne Scheiß. Verstehst du auch, ne? Ja, verstehe. Ihr versteht das auch, ne? Verstehe ich. Liebe Kinder, die zuschauen. Versteht ihr? Ja? Räumt eure Scheiße weg und lasst es nicht nur eure Eltern machen. Alter. Bock? Hast du Bock? Nein. Nein. Digga, dieser Pain in der Stimme, Bruder. Nein. Ah, oh, tut weh. Wessen Exkremente sind das? Das sind meine. Guck da ja mal den Scheiß an, wie geil das aussieht. Bruder. Ah. Statement. Richtig geil, Digga. Richtig geil? Hast du Bock? Nee. Ich hab gar keinen Bock. Boah, rein da. Boah. Würdest du sagen, ist kalt? Kann da stehen? Kann man da stehen? Einatmen, ausatmen. Ganz langsam, ganz langsam. Digga, Robin. Schon, Alter. Schon geil. Bruder, nee, Digga, nee. Oh, bist du nicht mal hier? Also, ich weiß nicht. Ich fick Eisbahn, Digga. Ich lach jetzt noch. Du lachst wirklich, Digga. Meine Füße tun weh einfach nur, Digga. Ich spiel meine Füße und mein Penis nicht mehr. Ich kann's wirklich nicht mehr. Rein in die Olle, komm. Ich kann's wirklich nicht mehr. Digga. Ey, hört auf, eine Pussy zu sein, Alter. Wenigstens mal eine Minute. Ja, weil du da am Kopf Jungs. Bruder, hier wird keine Pussige sein. Hier wird keine Pussige sein. Hier wird kein Deutschke sein, ne? Bruder. Oh. Komm mal. Eier lecken, Digga. Ist das dein erstes Mal jetzt? Ja. Ja, das wird hart. Mein erstes Mal mit Johannes, Digga. Ui! Ach, du musst das wegatmen. Ja, wenn man dafür. Du musst wirklich tief durchatmen. Komm rein, dann atme aus, ruhig langsam ein und aus. Eine Stoße. Ah, Digga! Sei nicht laut, nicht rumschreien, nicht deine Triebe gewinnen lassen. Ganz ruhig, ein- und ausatmen. Ah, Digga, ne! Ja! Also ich hasse Kälte über alles. Ich nicht. Ich liebe eigentlich Kälte, aber Bruder, das ist ein anderes Level. Nein. Ich würd lieber in der Sahara rumlaufen, als hier zwei Minuten drin zu sein. Die ersten ein, zwei Minuten habe ich gedacht, ich schaff's nicht. Ich wollte wieder raus. Mein wirklich natürlicher Reflex war so, scheiße, ich muss raus. Aber dann ging's. Bei mir auch. Und ich wurde belohnt. Also ich habe richtig gemerkt, wie das der Ultra-Stress für den Körper ist, Alter. Wirklich. Der ultimative Stress. Die Hose, ja, stimmt. Ich weiß, was du meintest. Hm. Hier, ist halt einfach nur steif alles, ne? Okay. Also bis auf ihn. Er ist wirklich. Er ist gar nicht mehr da. Ja! Was geht hier gerade ab? Robin, was machst du hier? Statement? Ich schütte mein Wasser aus. Du schüttest dein Wasser aus? Um meinen Shaker zu refillen mit Isoclear. Guck, da war noch Wasser drin. Ice in the sky, rain is falling into the night. Das ist heavy, ne? Bruder, wenn du mir das am Abend zwingst, dann mach ich den du gestern Nacht gemacht hast. Ich geh kurz auf Toilette. Alter, ey, Jerry, das darfst du nicht Johannes erzählen.
Happy Birthday to you. Happy Birthday. Alles Gute, Lars. Stoff ich. Happy Birthday to you. Alles Gute. Wohin geht? Ins McFit. Fitnessstudio. Ins Fitnessstudio wird ge... Also wir sind hier jetzt angekommen im McFit. Keine Ahnung wo es ist, aber irgendwo. Reinigendorf. Irgendein Kuhdorf. Oder so. Robin, wir sind drin. Wir sind drin. Digga, hoffentlich wird es heute Abend auch so einfach. Ey, morgen. Wie geht's? Mir geht's gut, Bro. Wie geht's dir? Geht's dir auch, Kock? Ich habe heute Prostata massiert und ich muss Wow. Was geht, Jeremy hier? Welcome back, Boys. Ihr seht's, mit wem ich hier wieder bin. Robin, Villa und hinten haben wir noch unseren Lieblings-OP, den Johannes. Macht ein bisschen. Jungs, was macht ihr? Ihr macht zusammen heute. Tag Team, ne? Wir machen Arme, wir ballern. Ja, der durchschnittliche 16-Jährige im Jahr 2020. Mit dem durchschnittlichen 80-Jährigen, Digga. Aber hier die Streifen auf den Schultern sind auch extrem schön. Eingemacht. Fällt mir sehr gut. Bisschen wie so die trennlosen Twins. Die Trenn-Twins ohne Trenn. Gehen wir jetzt Fleisch kaufen? Wie hört's da an? Fleisch kaufen gehen. Fleisch kaufen gehen? Jungs, machen wir. Ich mach Ansage, ne? Ihr könnt euer Fleisch, ihr könnt alles machen. Ihr macht die Scheiße wieder sauber. Also, Training ist durch. Wie hat's dir gefallen? Es war, also wie gesagt, war heute nicht so gutes Training. Ich bin einfach nicht so, keine Ahnung, Gym fand ich jetzt nicht so geil. Einfach nicht so auf Pump gekommen. War dennoch okay. Dafür wird's nächste Training besser. Safe. Spannung geht weg. Digga, bodenlos. Welcome in Berlin, Digga. So was haben wir jetzt auch nie erlebt. Rein. Bruder, was war das da? Weißt du, gegen so Leute würde ich manchmal gerne einfach... Du könntest die halt auch noch komplett ficken, ne? Ja, wahrscheinlich. Das sind halt einfach... Hoffentlich siehst du das. Du bist einfach ein... Ich will jetzt auch nicht gecancelt werden, auf jeden Fall. Haben so Leute wahrscheinlich nichts erreicht in ihrem Leben. Bruder, wenn er kämpfen könnte, hätte er so nicht heißen gesagt, wenn er irgendwas könnte. Ich selber kann nicht kämpfen. Also ich bin jetzt nicht einer, der es kann. Ich bin jetzt nicht, also wahrscheinlich unterschätzen mich auch viele, aber ich habe 8-9 Jahre gerungen. Ich war deutscher Meister 2021. Also ich bin jetzt nicht der größte Vollspast. Also ich könnte mich eventuell schon werden. Doch, du bist schon ziemlicher Vollspaß, aber du kannst einem gut auf die Fresse hauen, wenn eventuell, du willst. Ja, aber bei so Leuten weiß ich gar nicht, ob sie so... Bei so, ich weiß nicht, Jeremy... Ich weiß nicht, was ich von so Leuten halten soll. Die tun mir ehrlich gesagt leid. Ja, einerseits ja, andererseits haben sie schon denken, so, der fährt der Bombe verdient, weißt du? Ja, fühle ich. Aber was willst du machen? Es gibt halt so Arschlöcher. Ja, Digga. Aber es ist halt richtig so Berlin, ne? Das ist halt wirklich Berlin, aber es ist. Ich verstehe sowas nicht. Schneid's ruhig rein, alles klar, was wir hören sollen. Alles tun, was du holen sollst. Alle Leute mit Kamera. Richtig Hundöner. Fickt euch alle, Mann. Ihr seid Hundöner. Auf jeden Fall Fleisch erstmal. Da müssen wir hin. Fleisch. Wo? Fleisch? Haben wir Fleisch? Nein. Oh, Fleisch. Fleischmännchen. Wollen wir? Ja. Ja, nehmen wir. 400 Gramm. Pro Person? Ja. Von 200 bis 200. So wenig? 200 ist schon viel. Das ist wenig. 200 ist wenig, ne? Das ist eine Vorspeise. Das ist eine Vorspeise. 500 Gramm. Pro Person. Pro Person. Vorspeise. Nee, sag mal. Wir nehmen gerne, machen wir 600, 300 pro Person. Geht auf mich. Das ist lieb. Du hast kein Geld dabei. Ich hab, aber sonst würde ich natürlich. Ja. Alles gut, Bro. Nee, so ist wirklich nicht. Alles gut, Bro. Ich hab halt da nicht mitgerechnet, dass wir jetzt noch einkaufen gehen. Weil vorhin, ne? Marvin, Johannes und Sergej waren einkaufen. Die haben uns einfach nichts mitgebracht. Oh, guck dich an. Hier, lecker Fleisch. 4 Eier haben wir einstecken, fehlen noch 20. Wow. Die Subs sind nicht so. Wow. Ne, sind keine guten Subs dabei.
Wir haben hier nicht mal ESN-Produkte. Ist ja bodenlos. Geht ja mal gar nicht. Ah doch, die haben ja geilen Scheiß hier. Boah. Guck mal, der ist sogar so geil, dass er ausverkauft ist. Der Shaker hat keinen Deckel. Jetzt werde ich angerufen. Wer ruft an? Anonym. Hallo? Jo, servus. Auf jeden Fall hat sie richtig geile Sachen. Zum Beispiel das Whey, auf welches ihr bei ESN euch holen könnt. Mit Coach Henry spart ihr darauf sogar maximal und kommt dafür viel günstiger hier raus. Oder natürlich auch Collagen Peptides, EAAs oder was auch immer ihr wollt. Eine Empfehlung sind die Designer Bars. Die sind sehr, sehr lecker. Lecker, schmecker, schmecker. Wer hat angerufen? Sergey, wir sollen. Uns wählen? Ja. Wochen Eier. Hühnerbrust. Ui, Eier, lecker. Eier, wir brauchen Eier. Eier. Hier sind nur Getränke, Bro. Was machen wir hier? Bruder, die haben Eier versteckt. Ich frage mal den Mitarbeiter, okay? Entschuldigung, wo sind die Eier? Guck mal, gerade zu hinter den Ohren. Okay, danke. Danke, Bruder. Bruder, das sind die teuren. Das sind die Bio-Eier. Digga, Bio, okay, das ist sogar das finde ich sogar bodenlos. 5 Euro für ein 10er Eier. Sind die Freiland? Du musst schon richtig schöne Freiland-Eier kaufen. Bodenhaltung. Digga, das macht man nicht. Das geht gar nicht. Ja, ich kenne mich damit nicht so aus. Bruder, Bodenhaltung ist böse. Ehrlich? Ja. Bruder, das ist kleine Hühnchenquälerei. Aber jetzt wurden die eh schon ge... Na, Bro, das geht nicht. Das geht zu weit. Haben wir hier? Ja, das geht ehrlich nicht. Hier, das ist Freilandhaltung. Und die kosten, Bruder, die kosten nur 20 Cent mehr. Hier. Oh, er approved, Digga, sogar noch genug Geld. Das ist super, oder? Nochmal Glück gehabt. gerne. Danke für was. Da haben wir sie, die warten schon auf uns, Digga. Die hassen uns jetzt schon, weil wir so lange gehabt haben. Egal, passiert. Also, wir sind weg in der Villa und natürlich gibt's lecker, schmecker, fressen. Was gibt's bei uns? Bei uns gibt's Steak. Natürlich gibt's bei uns Steak, nicht so wie diesen Vegetariern hier hinten, ne? Ne? Oder? Ich habe heute schon Fleisch gegessen, ja. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Was hast du bei dir gegeben? Du hast heute Reis, Gemüse und Chicken. Chicken, also auch Fleisch. Was gibt's bei dir, Johannes? Ein bisschen Chicken, auf jeden Fall. Mit Fleisch? Und Eiern. Oh, bei wem gibt's hier kein Fleisch? Bei dir, Digga. Du. Ja, Bruder. Ich kann mir jemand ein Stück Fleisch von sich abgeben. Einmal ein Stück will ich gerne mal probieren, Herr Produkt. Nur ein Stück soll ich schon kaufen. Bitte? Hier, Fleisch für Johannes. Ich sag dir ehrlich, Rainer. Medium Rare. Rindersteak ist genau mein gut. Oder so. Ist gut, oder? Haben gewürzt, aber trotzdem gut. Ja, scheiße. Cool. Aber es schmeckt, ne? Danke, Mann. Gerne. Ich mag ja so medium da. Ich mag ja so rosa. Also, merkt euch, nur Fleisch macht Fleisch. Bitte, aber jetzt gibt's Fressen, Digga. Jetzt gibt's Fressen. Nudeln, okay. Also das Wasser da. Dann wir, wo wir noch die. Also, weiter geht's mit Essen. Wir haben nämlich hier Nudeln mit Eiern. Ja, hier? 12 Eier. 12 Eier, 12 Nudeln. Willst du darüber sprechen, dass du noch lange nicht auf den Kalorien bist, die du eigentlich hättest schon trinken, essen können, weil du einfach reingeschissen hast? Nee, eigentlich habe ich gerade dann nicht vorgehabt, das anzusprechen, um ehrlich zu sein. Dann mach's auch nicht. Worauf Johannes hier anspielen will, ist, dass ich mein Shake, welchen ich direkt nach dem Fasten brechen, trinken hätte sollen, nicht direkt getrunken habe. Ja, eigentlich müsstest du auch diesen Masse-Shake trinken. Diesen Masse-Shake, was für Masse-Shake meinst du? Ja, diesen mega Masse. Den von ESN meinst du? Ja, von ESN, wie heißt der nochmal? Na, das ist nicht so. Ist auch noch langsamer verdaulich. Ja? Und sag jetzt den Stream, mit Isoktil ist. Das Beste. Alle Leute mit Kamawasen Hurensohn. Also, weißt du, was ich meine? Du musst wirklich schauen, dass du deine Ernährung auf die Reihe bekommst. Ja, weil das gehört mir dazu, dass große Fresse 100%. Gehabt. Ich werde auch Muskeln aufbauen. Werde ich auch. Also die große Fresse habe ich genau gleich. Guck mal, das Wort zum Sonntag. Alle Streamer sind alle Leute mit Kamera sind das ist alles ist nehme ich zurück. was können wir hier alles machen? Die Gang. Ich will eigentlich nicht. Also ich sag mal so, Johannes, war sehr, sehr sauer davor. Ein bisschen, sagen wir so, er hat gesagt, wenn wir heute ihn abfacken, weil wir gestern ihn halt abgefuckt haben, ne, dann gibt's richtig auf die Schnauze, Digga. Und was macht man dann am besten natürlich? Natürlich ihn abfacken, Digga. Genau so ist es, Digga. Aber die Frage ist, wie? Ja, Bro, die Tür ist offen, das weiß ich. Ja. Das heißt, ist da eine Steckdose an der Tür, dann könnte man mit einem Föhn ihn ein bisschen abfacken.
Digga, wir können einfach draußen auf Stress anfangen. Ja? Ja, Mann. Wir können einfach Stress anfangen, Bro. Ja, das Krasse wäre so ein nasser Lappen in die Fresse oder so, Bro. Bro, hey, Real Talk, machst du mal ein Handtuch nass oder so. Bruder, wenn ja, du das machst, gerne. Ich bin schon flock auf, aber Bruder. Ich bin nicht der Hauptakteur auf diesem Kanal, Digga. Ja? Also, so scheiß, Digga. Ich kann nicht filmen. Und du Bruder, ich will das überleben, ne? Bro, no risk, no fun. Du, wir wollten aus dem Fenster springen, Digga. Das wäre weniger Risiko dabei. Ja, Bro, also ich stelle mich als Kameramann bereit. Okay, dann sitze ich mit im Boot und er wird mich auch anschreien. Ja, natürlich. Okay, machen wir? Nein, Bro, ich mach keine Lumpen in die Fresse. So ein kleiner Mann. Also du machst einen kleinen Jizzer in sein Gesicht. Ja. Einfach so einen kleinen... Oder das wäre aber... Oder machst Abschluss. Du deine Hand nass oder machst du so? In sein Gesicht einfach. Bro, er wird es für ihn abfangen, aber das ist gut, oder? Ja, das machen. Was machen? Stark. Wir spritzen hier alles an. Ich mach den Cam. Aber mit Zero. Oh. Das wäre heavy. Digga, das wäre ehrenlos. Bruder, mit Isokay überschütten, Digga. Bruder, der kommt dann auch bei Isokay, Bro. Bei Isokay ist vorbei, Mann. Wir können so eine Zero-Player machen und dann mit dem Zero rausspritzen. Mit Wasser in den Sirup-Brenn machen? Ja, weil mit der Farbe ist ehrenlos und es geht auch wegen Bett. Dann fickt er uns wirklich, weil dann haben wir das Airbnb noch kaputt gemacht, Digga. Lass probieren, den Sirup leer zu machen, um Wasser zu füllen. Ihr müsst checken, Digga. Er hat jetzt gerade seine Night-Routine, okay? Und ich sag mal so, Digga, mit seiner Musik da auf Chillumillo und Oropax in den Ohren, Digga, er wird aus dem Leben, er wird sich einkacken, Digga. Plan, wir nehmen jetzt einen leeren Sirup und dann machen wir da, wir füllen den jetzt mit Wasser auf und dann haben wir so eine kleine Minigun, Digga, und damit schießen wir ihn, damit spritzen wir Johannes ein bisschen in die Fresse, oder? Kann man das Ding mal öffnen und Wasser reinmachen? Das spritzen wir ihn damit? Da kann man spritzen ihn ab. Den Deckel noch sauber, nicht das da. Ja, mach ich nicht dabei. Mach auch den Deckel mal auf, weißt du? Was? Ist das da noch was? Oder weil sonst ist Ehre los, wenn das nicht schön sauber ist, Digga. Ja, richtig was, schön Digga. Clean machen, Digga. Oder hier ist noch schön. Schön clean unten runter. Doch, mal. Richtig heiß. Er denkt, lass mal das so ein bisschen gelb herpumpen, damit er denkt, das ist Pisse, Digga. Okay, guck mal, ist der Plan gut so. Oh mein Gott, das ist gut, Digga. Digga, das ist perfekt. Also, Johannes, du musst ein bisschen besser machen. Also, warte, wir wollen Johannes auf jeden Fall abfacken. Jeremy, erklär unseren Plan. Wir spritzen ihn an, Digga. Wir spritzen ihn mit einem Sirup, den haben wir jetzt leer gemacht und mit Sirup Wasser gefüllt. Und das haben wir dann mit Wasser gefüllt. Und wessen legendäre Idee war das, Digga? Digga, das war deine. Das war meine Idee. Mit dem Sirup? Das war aber meine Idee. Aber ich hab die Ideen gehabt, ihn abzufüllen. Ja, aber das war meine Idee mit dem. Das war gemeinsame Idee. Ja, geht, Bruder. Trio. Faust, Digga. Scheiße. So, ab. Und, Digga, scheiße. Jetzt spritzen wir Johannes an. Wir spritzen jetzt nochmal Johannes in die Fresse in der letzten Nacht, um ihn richtig schön abzufahren. Und Abfahrt, Digga. Ich mach den Ding. Bro, mach mal. Bro, das spritzt richtig raus, Digga. Das Ding schallert richtig in deine Fresse. Ja. Geh rein, abfahrt. Bruder, ich hoffe, wir. Mach aber auch von der Penisposition. Digga, von die Arme, das ist kaputt. Welches Zimmer? Das sieht er. Ich hab damit nichts zu tun, er war so aggressiv. Also ich muss sagen, Entschuldigung. Also das war jetzt auf jeden Fall eine Challenge. Ich glaube, ich würde sagen, es ist ein gutes Ende für diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Digga. Guckt euch auch die nächsten Tage an, Digga. Das war gerade andere Linie, Bruder. Ich habe Angst gehabt, dass der mich jetzt umbringt.